Lieber Markus Ferber, liebe Ursula Männle, liebe Lea Ackermann, liebe Mitglieder des Aktionsbündnisses und liebe Gäste, wirtschaftliches Elend, familiäre Not und Perspektivlosigkeit treiben vor allem junge Frauen und Mädchen in die Hände von skrupellosen Menschenhändlern. Dort erwarten sie ausbeuterische Arbeitsbedingungen, Zwangsprostitution und tägliche Gewalt. Es ist unvorstellbar. Knapp 5 Millionen Menschen, so der letzte Bericht der ILO, sind in sexueller Ausbeutung zur Handelsware, zu Sklaven deklariert. Welch ein Skandal. Durch das Internet geschieht dies gar auf Bestellung per Mausklick. Das sind 5 Millionen furchtbare Schicksale. Ohne das Wort leichtfertig zu verwenden, ich nenne das eine besonders widerwärtige Form moderner Sklaverei. Auf meinen Reisen und Begegnungen sehe ich auch gelegentlich solche Mädchen und Frauen. In Nigeria, wo Boko Haram Schulmädchen entführt und missbraucht hat, habe ich mit diesen Frauen gesprochen. Oder in Bangladesch, wo Rohingya-Frauen bis nach Kaschmir verkauft werden. In Ostafrika, wo Menschen eine bessere Zukunft suchen und als Sklavinnen enden, zum Beispiel in den Golfstaaten. In Syrien und dem Irak, wo IS-Terroristen Jesidinnen verschleppten und vergewaltigten. An diese Frauen denke ich heute ganz besonders, denn dieses Schicksal ist unerträglich. In Flüchtlingscamps im libanesischen Grenzgebiet, wo die Besitzer der Notunterkünfte syrische Frauen zur Prostitution zwingen, um ihre Mieteinnahmen abzusichern. Weltweit ist jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben körperlich oder sexualisierten Angriffen ausgesetzt. Dort, wo sexuelle Ausbeutung wie Zwangsehen und erzwungene Prostitution allgegenwärtig sind, müssen wir handeln. Die internationale Gemeinschaft hat sich den Zielen der Agenda 2030 verpflichtet. SDG 5 will bis 2030 alle Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen beseitigen. Das steht auf dem Papier als Willenserklärung. Aber wir müssen aktiv werden, um dieses Schicksal dieser Frauen und Mädchen zu beenden. Wir sind weit entfernt von der Einlösung dieses Ziels. Der sprunghafte Anstieg des Handels mit Frauen aus Osteuropa begann vor gut 30, 40 Jahren mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und ihr Bündnis hat dagegen aufbegehrt. Dennoch hat sich der Frauenhandel leider in den letzten Jahrzehnten weiter globalisiert. Zuletzt abzulesen bei Razzien gegen Schleuserbanden in Hamburg, am Timmendorfer Strand und in Berlin. Menschenhandel ist heute leider ein sogenanntes Big Business geworden. Zwangsprostitution ist nach dem Drogen- und Waffenhandel die lukrativste Einnahmequelle der organisierten Kriminalität. Allein in den westlichen Industriestaaten werden laut ILO Jahr für Jahr 13 Milliarden Dollar mit der Zwangsprostitution verdient. Die Covid-19-Pandemie wiederum treibt häusliche Gewalt und Missbrauch an, mit Folgen über Jahre und für ganze Generationen, vor allem in Entwicklungsländern, aber auch bei uns. Prävention und Überwindung aller Formen von Gewalt sind eine Frage der Menschenwürde, der Menschenrechte und der Gleichberechtigung. Denn Gewalterfahrungen traumatisieren Frauen und Mädchen ihr Leben lang. Menschenhandel ist ein komplexes globales Phänomen und muss global und multilateral bekämpft werden. Darum beteiligt sich Deutschland an der Spotlight-Initiative, dem weltgrößten Programm, mit dem die EU und die UN geschlechtsspezifische Gewalt und sexuelle Ausbeutung beenden wollen. Mit dem Aktionsplan der Bundesregierung zur Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit, den wir jetzt im März 2021 für eine dritte Phase aufgelegt haben, verpflichten wir uns, Frauen weltweit stärker in Krisenprävention und Friedensprozesse einzubinden und vor sexueller Gewalt zu schützen. Frauen, die verschleppt
oder missbraucht wurden, werden oft geächtet und kriminalisiert. Weltweit hilft die deutsche Entwicklungszusammenarbeit Frauen, die in Konflikten oder auf der Flucht Gewalt erleiden. Im Niger zum Beispiel unterstützen wir UN Women mit 2 Millionen Euro, die Sicherheit für Geflüchtete zu erhöhen. Im Süden Afrikas unterstützen wir 4 Länder, um Polizei und Behörden in Prävention zu schulen, Beratungsstellen einzurichten, digitale Module für Frauen in Not zu entwickeln, die über eine App geschulte Polizeikräfte erreichen und verlässliche Hilfe rufen können und gemeinsam mit Medien Tabus zu brechen. Und mit dem jetzt verabschiedeten deutschen Sorgfaltspflichtengesetz will ich das große Ziel erreichen, entlang globaler Lieferketten Ausbeutung und sklavenhafte Arbeitsbedingungen zu beenden, zum Beispiel in der Textilproduktion in afrikanischen Ländern. Unser aller Engagement ist nötiger denn je. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich möchte Ihnen daher zum 20-jährigen Jubiläum gratulieren und noch mehr möchte ich Ihnen herzlich danken für Ihren unbeirrbaren und kontinuierlichen Einsatz. Sie schützen Mädchen und Frauen, sie retten Leben und sie geben Zukunft. Wir und ich stehen auch in Zukunft an Ihrer Seite. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch.